Hier an der Windthaler Strasse Zürich sind heute Morgen kurz nach dem 5 Uhr mehrere Schüsse gefallen. Eine Anwohnerin hat eine laute Auseinandersetzung und daraufhin Schüsse gehört. Ich war im Bett und habe probiert zu schlafen. Dann habe ich eine Diskussion gehört von ein bisschen weiter weg von meinem Fenster. Ich wohne gerade da, wo der Fall war. Und plötzlich habe ich kurz danach 3 bis 4 Schüsse gehört. Ich glaube, es waren 3 Schüsse. Und dann habe ich gehört, einen Mann schreien, dass einer verblüht ist. Und dann habe ich gerade die Polizei angerufen. Dank dem schnellen Reagieren der Anwohner und der Anrufe bei der Polizei ist die Polizei sofort ausgerückt. Vor Ort hat sie einen schwer verletzten Mann am Boden gefunden. Kurz nach dem 4:15 haben mehrere Anwohner gemeldet, dass sie in der Nähe von der Shell-Tankstelle an der Windthalerstrasse Schüsse gehört haben. Die Stadtpolizei und Schutz und Rettung sind dann sofort ausgerückt und sind dann da auf einen Mann getroffen, der schwer verletzt mit Schussverletzung am Boden gelegen ist. Beim tödlich Verunglückten handelt es sich um einen 30-jährigen Mann. Warum er in eine Schiesserei verwickelt war, ist laut der Stadtpolizei Zürich noch unklar. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Die Polizisten haben in der Nähe vom Fundort von dem Mann 3 Männer können antreffen und auch verhaften. Und in der ersten Phase geht es jetzt darum, abzuklären, wieso dass sich die 3 Männer in der Nähe von dem Fundort aufgehalten haben. Auch wenn die Polizei 3 Tatverdächtige hätte festnehmen können, bleibt in der Nachbarschaft ein ungutes Gefühl zurück. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich mir nachher vorgestellt habe, wenn ich jetzt da um diese Zeit würde da durchlaufen würde, wie es auch schon vorgekommen ist, und plötzlich fallen die Schüsse von der anderen Seite da rüber und das könnte ja auch mich treffen, oder? Da hat man schon ein bisschen Angst, aber ja. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen. Wer etwas zu der Täterschaft oder zum Tatablauf kann sagen, soll sich unter der eingeblendeten Telefonnummer melden.